Heute sprechen wir mal wieder über Körpercreme. Das ist gerade, wenn du ein Lipödem hast, ein wichtiges Thema. Die Pflege der Haut ist super, super wichtig. Nicht nur im Gesicht, eben auch im Körper. Und ich bin hergegangen und habe mal wieder ein bisschen was Teureres gekauft. Und wie ich damit zurechtgekommen bin, das erzähle ich dir nach dem Intro. Ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir beschäftigen uns hier mit Hautpflege, meistens fürs Gesicht, aber ab und zu stelle ich auch mal sowas vor, und zwar eine Bodycream. Und ich habe angefangen, zwar nicht mit Diagnose Lipödem, dass ich ein bisschen mehr Geld für Körperpflege ausgebe oder eben auch darauf gucke, dass spezielle Wirkstoffe eben in meinen Bodycreams drin sind. Das habe ich, glaube ich, erst vor zwei Jahren oder so angefangen. Also da wirklich da den Bezugspunkt auch wirklich gesetzt habe und mal gesagt habe, jetzt teste ich das mal aus und gucke, welche Vorteile das für mich hat. Face Theory hat eine Körpercreme rausgebracht mit Ceramiden. Das war mir ein wichtigstes, weil speziell ich eben so ein Faultier bin. Ich creme mich nicht immer ein. Ich creme mich immer ein, wenn es zu spät ist, wenn ich zum Beispiel meine Füße in der Sonne sehe, also die Haut, wenn sie so richtig glatt ist und ich dann sehe so, oh, die sieht so ein bisschen papiermäßig trocken aus. Also meine Beine sind schon relativ trocken, was zum Teil eben auch vom Kompressionsstrumpftragen kommt. Und da ist es eben wichtig, dass du die eincremst, gerade bei einem Lipödem, weil du eben ja eine krankhafte Fettverteilungsstörung hast. Muss die Haut einfach super gepflegt sein, weil eben meine Beine auch sich mit Wasser füllen können. Und das ist eben hauttechnisch echt kritisch. Das ist das, was mir jeder Arzt immer wieder gesagt hat. Bitte, Sie haben eine viel zu trockene Haut an den Beinen. Achten Sie darauf, dass Sie sich eincremen. Was ich ganz cool an der Creme hier finde, ist, sie spendet Feuchtigkeit. Und zwar richtig cool. Es ist Centrella mit drin, was als Feuchtigkeitsspender richtig gut für mich agiert. Also ich war bei der Creme sehr kritisch. Face Theory bringt Wirkstoffkosmetik raus mit sehr viel fancy Sachen, wo ich mir oft frage, funktioniert das? Ist das wirklich so? Also kann das was? Ich werde euch jetzt gerade mal die Inhaltsstoffe einblenden und die ganze Sache sieht so ein bisschen himbeermäßig aus. Wir können jetzt mal, na, das riecht jetzt auch danach. Das Coole ist halt wirklich, du kannst bei Face Theory kannst du die Duftstoffe bei vielen Produkten abwählen. Bei denen, wo du es nicht abwählen kannst, ist schon generell kein Duftstoff drin. Aber das ist das Gute, weil ich brauche diese Duftstoffe nicht. Ich habe trotzdem in den Inhaltsstoffen auch die Duftstoffe aufgelistet. Das seht ihr weiter unten, was da drin ist, wenn du ein bisschen allergisch reagierst, weil es sind deklarationspflichtige Duftstoffe drin, dann würde ich davon absehen. Also nimm die ganze Sache tatsächlich dann ohne Duftstoffe, ist natürlich besser. Es ist halt immer noch so ein Ding, viele mögen eben auch eine Bodycream, die nach was riechen soll. Ich habe auch eine Bodybutter, die eben parfümiert ist, aber es ist tatsächlich für mich inzwischen besser, wenn die Sachen unparfümiert sind und ich eben, wenn ich nach was riechen möchte, das gezielt einsetze. Sprich, ich nehme einen Duft und mache den hier und habe gezielt an den Stellen Duft, wo ich es auch haben möchte. Das zieht unwahrscheinlich gut ein und ihr seht schon, wenn ich jetzt mein Haul unter dem i verlinke, die ist fast leer. Ja, die ist fast leer und bei der würde ich sogar sagen, die würde ich nachkaufen. Weil die hat echt gut funktioniert und gerade bei so einem Faultier wie mir, ich mache es einfach zu unregelmäßig. Wie gesagt, ich creme mich erst ein, wenn es zu spät ist. Wenn ich merke so, ah, meine Arme fühlen sich jetzt nicht so angenehm an. Also dann mache ich es mal. Und es ist eben wichtig für mich, dass ich dann hinterher nicht rumrenne mit so einem klitschigen Gefühl, sondern das muss reingehen. Das muss sich einziehen. Und
nach kurzer Trocknungszeit gerade bei den Beinen, also dass wirklich alles weggezogen ist, dass ich da eben auch gleich meine Kompressionsstrümpfe drüber tragen kann. Das ist mir halt echt hoch und heilig. Ist für jeden anderen auch natürlich echt wichtig. Ich hatte eben durch meine Krankheit immer wieder das Problem, dass ich eben auch so leichte Ekzeme öfter mal an den Oberschenkeln hatte, die so ein bisschen aufgeplatzt sind. Also es ist wie so aufgeplatzte Haut dann auch. Und das habe ich schon ewig lang jetzt nicht mehr. Klar, ich habe jetzt auch davor die andere Body Cream mit AHA verwendet. Ich werde dir das auch mal unters i legen. Am besten lege ich dir unters i meinen Ordner, wo ich schon ziemlich viele Produkte von Face to Me vorgestellt habe. Ja, und das ist eben auch wichtig, wenn du dir sowas holst, dass es auch verwendest, also dass es auch leer geht. Es ist halt wie gesagt so ein Pöttchen. Ich finde die Pöttchen nicht immer geschickt. Es ist irgendwie so ein bisschen so eine Einladung auch, dass die Sachen kippen können. Sprich, weil ich gehe da halt mit dem Finger rein. Ich weiß, dass ich einen Spatel nehmen kann. Ich habe auch nur einen Spatel da. Aber ich nütze es halt nicht. Na, es muss halt schnell gehen und dann geht man mit dem Finger rein. Und immer wenn du mit dem Finger in Produkte reingehst, ist es halt bakterientechnisch nicht ganz so geil. Und die Sachen können schneller kippen. Aber wie gesagt, ich habe die nicht so lang und die wird bei mir auch nicht so lange überleben. Und für mich funktioniert die gerade an den Beinen, wo eben der Kompressionsstrumpf bei mir sitzt, unwahrscheinlich gut. Also ich kann das echt empfehlen. Gerade Ceramide sind eben für andere auch unwahrscheinlich wichtig. Und die Kombination mit Feuchtigkeit und Ceramiden ist halt echt super cool. Ich wechsle das immer ab mit einer Urea-Creme, die ich dazwischen immer nehme. Und das ist für mich die unwahrscheinlich beste Kombination schlechthin. Also gönnt euch da wirklich auch mal irgendwie was richtig Gutes. Aber auch nur unter dem Gesichtspunkt, wenn ihr es auch wirklich nützt und aufbraucht. Also ich will euch da jetzt so shoppingmäßig nicht anstecken. Weil ich war früher auch so, ich habe mir solche Sachen geholt und habe sie dann einfach nicht genützt und sie sind kaputt gegangen. Das wäre dann einfach zu viel Geld, was man aus dem Fenster geschmissen hat. Denn 17 € ist halt nicht wenig. Kennt ihr Face Theory? Habt ihr schon Erfahrungen mit Face Theory gemacht? Ganz wichtig. Wenn du mit diesem Produkt schon Erfahrungen gemacht hast, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Auch wenn es von meiner Erfahrung komplett abweicht, ist ganz wichtig. Schreib trotzdem was dazu in die Kommentare. Nämlich derjenige, der das Produkt sich anguckt, kann nämlich abwägen, hole ich mir das oder hole ich mir das nicht. Wir sind hier nämlich alle ehrlich und nicht jede Haut funktioniert eben gleich. Also, kennst du Face Theory? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und wie schon erwähnt, hinterlass einen Kommentar. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!